Natürlich ist das ein Akt der Verehrung Gottes. Einen anderen können wir gar nicht setzen, einen größeren als den der Messe. Aber es erschöpft sich nicht darin. Ja? Ich mache weiter mit Schmähmann noch ein bisschen. Ja? Gut. Von Anfang an war das Christentum Verkündigung der Freude, der einzig möglichen Freude auf Erden. Es machte alle Freude, die wir gewöhnlich für möglich halten, gänzlich unmöglich. Innerhalb dieser Unmöglichkeit jedoch, und zwar am Abgrund jener Dunkelheit, verkündete das Christentum eine neue, allumfassende Freude, und durch sie wurde das Ende in einen Neubeginn verwandelt. Also vielleicht ist das ein bisschen kompliziert ausgedrückt, ja. Was wir nicht aus dem Blick verlieren dürfen, ist, dass wenn wir von der Welt sprechen, von einer gefallenen Welt sprechen. Das heißt, Zuwendung zur Welt ist die Zuwendung zu einer gefallenen Welt, deren Teil wir sind. Was bedeutet sonst anders die Lehre von der Erbsünde? Das ist ja nicht irgendein Konstrukt, hat der heilige Augustinus erfunden. Ja, man weiß gar nicht, wo man sich kitzeln soll, wenn man solche Sätze hört, von Theologen manchmal. Ja? Das heißt, er hat sich in Afrika hingesetzt, dann schien ihm die Sonne aufs Dach und da hatte der nichts zu tun, was wahrscheinlich nie vorkam in seinem Leben, dass er nichts zu tun hatte. Ja? So, und dann hat er sich mal die Erbsünde ausgedacht. Dann hat er gedacht, oh, das wäre auch noch was, wo man den Leuten irgendwie richtig die Hölle heiß machen kann. Aber da müssen ja auch getauft werden, damit das fiese Ding weg ist. Oh. Also manchmal, ja, gut. Wir haben ja den Kopf hier oben mit gewissen Inhalten, sofern er dann vorhanden ist, nicht damit es nicht in den Hals reinregnet, sondern dass man das dieses Organ nutzt, das da ist. Ja. Also das ist nicht irgendwie eine abstrakte Erfindung, sondern das ist ja auch eine Erfahrung. Eine Erfahrung, die Paulus im Römerbrief schreibt. Eigentlich will ich das Gute. Und ich mache aber genau das Gegenteil. Das ist eine Erfahrung, die wir manchmal 20 Mal am Tag machen. Oder Sie nicht? Schade. Sind Sie Menschen? Zombies. Programmierte Zombies. Auf katholisch getrimmt. Oh wei, oh wei. Kommt wahrscheinlich auch noch irgendwann. Verschone uns Gott. Also Menschen. Die eigentlich erkannt, ja, das will ich, das nehme ich mir vor. Und ich weiß, so geht es besser. So lebe ich mit den Schwestern besser. Oder sonst irgendwie mit meinem Ehemann oder mit irgendwem. Und es ist die nächste Situation und schon feiert der alte Adam oder dieses Urviech von Eva fröhliche Urstände und steht auf und sagt genau wieder dieses Wort, wo ich weiß, der andere tickt aus. Aber es ist da, es holt keiner mehr zurück. Und schon ist wieder Fiasko, ist wieder Feuer am Dach. Redet man wieder eine Woche nicht miteinander und so, wie das dann so immer weitergeht. Diese Gefallenheit, dieser Riss, den wir in uns tragen, den muss ich erst wahrnehmen wollen, weil sonst komme ich mit dem Christentum nicht, sonst verstehe ich die Antwort überhaupt nicht, die das Christentum gibt. Also wenn die Welt nur toll ist, wie man das auch wieder in neuerkirchlichen Papieren jetzt lesen kann, wir wenden uns jetzt der Welt zu, diesen ganzen Kirchenkram, auch dass sie der Welt irgendwas zu sagen hätten und so. Das ist eine Kapitulation des Christentums. Es gibt, ja, man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen, ja, weil wir eben von den Religionskritikern des 19. Jahrhunderts sprachen, habe ich gestern entdeckt. Ja, das finde ich natürlich jetzt wieder nicht. Es war hier drin. Nietzsche. Ein Gedicht von Nietzsche. Friedrich Nietzsche ist ein Begriff. Ja? Einer der schärfsten, am Schluss verrückt geworden, im Grunde genommen an seiner Kritik. Eine ganz tragische Gestalt, der sich von der Religion, von Gott, von diesem Loser, von Christus vollkommen lossagt. Und dann folgenden Text schreibt. Nein, komm zurück. Mit allen deinen Martern, zum letzten aller Einsamen, o komm zurück. Alle meine Tränenbäche laufen zu dir den Lauf, und meine letzte Herzensflamme, dir glüht sie auf. O komm zurück, mein unbekannter Gott, mein Schmerz, mein letztes Glück. Nietzsche. So viel dazu.
Also das heißt, diesen Riss, wenn man den nicht wahrnimmt und überhaupt gar nicht wahrhaben will, sondern alles, wir sagen jetzt, wir beschließen jetzt einfach, die Synode beschließt, alles ist toll, die Welt ist jetzt gut. Ja, dann hätte, wozu Inkarnation, wozu Menschwerdung Gottes, wo der ganze Gedöns mit dem Kreuz, mit der Auferstehung, der liebe Gott sich sparen können. Ja, das versteht ja keiner. Also machen wir irgendwie so fernöstlich, wir gehen in so ein Wohlfühlding, lassen irgendwie Wasser ein bisschen rauschen und sind mit unserem inneren Frieden. Also was wollen wir denn? Ist doch alles gut, wir finden alles bei uns selber. Warum es allerdings dann so Erfahrungen gibt, warum dann einer hingeht in England und eine Politikerin massakriert, oder andere Beispiele, von denen die Nachrichten immer voll sind, ist halt dumm gelaufen, ein bisschen Schwund ist immer. Oder wie sollen wir das verbuchen? Also genau an diesem Ende, an diesem Abgrund, der sich da auftut, da setzt das Christentum an und spricht von einer Freude. Allein die Freude hat die Kirche in der Welt siegreich gemacht und sie verlor die Welt, als sie aufhörte, Zeuge der Freude zu sein. Ich meine, wir müssen ja nur in den Spiegel gucken, wie wir heute da herum sind. Ja? Und er sagt auch, die schrecklichste Anklage, die je gegen Christen erhoben wurde, kam von Nietzsche, als er sagte, dass sie keine Freude hätten. Ja, woher nehmen wir nicht stehlen? Wo kriegen wir die denn her? Wo ist die Tankstelle dafür? Schmähmann weiter, lasst uns daher für eine Weile die technischen Diskussionen über die Kirche, ihre Mission und ihre Methoden vergessen. Das heißt nicht, dass solche Diskussionen unrecht oder unnötig wären, doch sie können nur im Zusammenhang mit der großen Freude nützlich und sinnvoll sein. Wie heute im Evangelium nochmal, wenn die Priorität stimmt, nur dann sind diese Diskussionen, die sind sekundär. Die Priorität ist, ich bleibe noch einmal dabei, sucht zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Alles andere wird euch dazugegeben. Ich weiß, man schon so, oh ja, so ein Wald- und Wiesenpope, der hat da immer gut reden. Ja? Wir mit unserer Verwaltung, unserer ganzen Verantwortung für sein Bistum oder für die ganze Weltkirche und so. Ja, und? Was? Was heißt das? Wenn die Priorität, ob das im Kleinen wie im Großen ist, was im Kleinen richtig ist, kann im Großen nicht falsch sein. Ja? Und entweder gilt das Evangelium, das Wort Jesu, immer oder das gilt gar nicht. Und entweder gilt es hier in unserem popeligen Ding, in dem wir hier sitzen, ja, und es gilt in Trier wie in Rom, oder es gilt überhaupt nicht. Das ist eigentlich ganz einfach. Man müsste es nur mal versuchen. Diese Diskussionen können nur im Zusammenhang mit der großen Freude nützlich und sinnvoll sein, von der aus alles Übrige im Christentum sich entwickelt und seinen Sinn erworben hat. Er verweist aufs Lukas-Evangelium. Am Anfang bei den Hirten, ich verkünde euch eine große Freude, und die Jünger nach der Himmelfahrt, die vom Ölberg heruntergehen, was schreibt der Evangelist? Voller Freude. Die Freude ist gerade im Lukas-Evangelium die Klammer des ganzen Evangeliums. So wie es im Matthäus-Evangelium eine andere Klammer gibt, ja, der Immanuel. Die Verheißung der Geburt des Immanuel, und am Schluss sagt dieser Immanuel auf dem Berg, ja, und seht, ich bin bei euch alle Tage, also der Gott mit uns, bis zum Ende der Welt. Das sind die Klammern der Evangelien. Ja, und haben beide Auswirkungen auf das, was wir bedenken hier. Wir müssen den Sinn der großen Freude wiederentdecken. Wir müssen womöglich daran teilnehmen, bevor wir über irgendetwas anderes sprechen, über Programme, Missionen, Projekte, Techniken. Nun ist die Freude aber nicht etwas, das sich definieren oder analysieren lässt. Man tritt in die Freude ein. Geh ein in die Freude deines Herrn. Wort des Evangeliums. Und es gibt keinen anderen Weg, in jene Freude einzutreten, keine andere Weise, sie zu verstehen, als durch die eine Handlung, die von Anfang an für die Kirche beides gewesen ist. Quelle und Erfüllung der Freude. Es ist das Sakrament der Freude, die Eucharistie. Die Eucharistie ist eine Liturgie.
Wer heutzutage von Liturgie spricht, läuft Gefahr, in eine Kontroverse verwickelt zu werden. Ja, das kennen wir alles. Ja, was ist dann Liturgie und was machen wir da alles? Schön gestaltet, Liturgie und alle diese, oder Verfälschungen, und dann heißt es, das ist unliturgisch und so weiter. Das macht ein Fass auf. Und nur ja die Finger davon lassen von Büchern, wo Liturgie draufsteht. Ja. Das ist vielfach auch gedrängt durch so unterschiedliche und sich widersprechende Ansichten. Ja. Die gesamte Kontroverse ist unnötig. Ihr liegt ein Missverständnis zugrunde. Nämlich das liturgische Missverständnis von Liturgie, so nennt Schmemann das. Sie wird auf kultische Kategorien zurückgeführt und als ein geheiligter Akt der Gottesverehrung definiert und so nicht nur vom profanen Lebensbereich als unterschiedlich erklärt, sondern auch als verschieden von allen anderen Aktivitäten der Kirche. Das ist jedoch nicht die ursprüngliche Bedeutung des griechischen Wortes Liturgeia. Damit war eine Handlung gemeint, durch die eine Gruppe von Menschen geprägt wird. Und mehr wird als eine Ansammlung von Individuen, ein Ganzes, das größer ist als die Summe seiner Teile. Das ist Liturgie. Eine Prägung, die mit mir mehr macht, als ich selber bin. Und da sind wir an dem Schnittpunkt, auf den wir dann gleich nach der Mittagspause zugehen werden, nämlich, was ist diese Liturgie der Eucharistie? Sie ist Versammlung von Einzelnen in der Überschreitung der Einzelnen, indem sie ein Ganzes werden, indem sie die Kirche bilden. Die Eucharistie feiernde Versammlung, die Synaxis, um das mit diesem alten Wort zu sagen, bildet die Kirche, bildet den Leib Christi. Und das bin nicht nur dann ich mit meinem lieben Heiland, ja, Das ist eine vollkommene Verkümmerung, ein solches Verständnis. Wir kommen da gleich drauf und gucken dann auch an, dass diese Liturgie der Eucharistie, und das ist die eigentliche Freude, die sie aus für die Welt, dass sie ein Überschreiten der Welt ist, eine Teilnahme an der Zukunft ist, ein Aufstieg ist, eine Reise, wie Schmemann sagt. Aber weil wir nie etwas verlassen bei dieser Reise, finden wir immer nur uns selber wieder. Das ist das Grundproblem. Es läutet in den Nachbarkirchen zum Angelus. Also wird es Zeit, die 6 zu beten.